Hallo Meinung! Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, es freut mich heute ganz besonders, einen Mann der Praxis vorstellen zu dürfen. Dr. Josef Thoma ist praktizierender Hals-Nasen-Ohrenarzt in Berlin und jemand, den ich aufgrund seiner Aussagen schätze. Noch dazu, er ja nicht Virologe ist, der nur im Dienst der Wissenschaft steht und erprobt, sondern Dr. Thoma ist am Patienten, ist am Ort des Geschehens. Dr. Thoma, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Herzlich willkommen, Herr Weber, danke. Ja, wir haben ja nun im Grunde genommen heute in jedem Bundesland seit 27. heute ist der 27. April, wir haben ja die sogenannte Maskenpflicht, die uns auferlegt wurde. Verwunderlich für mich, erst hieß es ja, die Masken bringen überhaupt nichts und heute wird es zur Pflicht. Und einige Bundesländer, dazu zählt auch Bayern, das heißt, das Nichtbeachten einer Maske zu tragen in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in Einkaufsstätten, kostet denjenigen, der es missachtet, 150 Euro und den Arbeitgeber oder derjenige, der für die Mitarbeiter verantwortlich ist, bis zu 5.000 Euro. Nun sind Sie ja jemand, der tagtäglich mit Patienten zu tun hat. Meine erste Frage, ist es ein horrender Anstieg an Patienten, die Sie vermerken, die mit dem sogenannten Covid-19-Virus zu Ihnen kommen? Nein, definitiv nicht. Sind ja nicht nur die Krankenhäuser leer und die Intensivstationen trotz der vorhergesagten Welle, sondern auch die Arztpraxen sind leer. Und das Problem ist einfach, dass auch die Patienten, die eigentlich des Arztbesuches bedürften, mit akuten Erkrankungen und so weiter, aus Angst nicht mehr in die Praxen kommen. Das ist auch etwas, was Kardiologen beklagen, auch in den Krankenhäusern, dass wirklich ernstzunehmende Erkrankungen wie Herzinfarkte, Schlaganfälle, diese Patienten kommen einfach aus Angst nicht mehr in die Einrichtungen. Ich habe bedingt dadurch, dass ich in Nordbayern lebe, also in Nürnberg, hatte ich vor kurzem die Situation, dass ich einen Notarzt und zwei Sanitäter gesprochen habe, die sich im Nord- und Südklinikum in Nürnberg betätigen dort. Und dann wurde mir Sonntag vor einer Woche bestätigt, dass die Intensivstationen nahezu leer sind, dass in einigen Bereichen die Arbeitszeiten gekürzt worden sind bei den Sanitätern. Und Dr. Thoma, siehe da, nach der Tagesschau in den Tagesthemen, zwei Tage später, höre ich um eine Überlastung der Nürnberger Krankenhäuser. Ist Ihnen sowas auch schon in dieser Form zu Ohren oder zu Augen gekommen? Das ist das Problem, was eigentlich wirklich ubiquitär, das heißt überall vorherrscht, dass die öffentlichen Medien ein Bild vermitteln, was einfach nicht zutrifft. Und das ist auch der Grund, warum sich die Menschen in ihrer Mehrheit den überzogenen und maßlosen Maßnahmen unterwerfen, weil sie einfach kein richtiges Bild vermittelt bekommen, wie es wirklich draußen aussieht. Jetzt muss man sich ja mal vorstellen, nun bin ich noch beschäftigt mit dem Bereich Klinik-Krankenhausbau, aber wie wirkt es auf einen Menschen, der von Frank Montgomery hören muss, der Weltärztepräsident, die Masken zu tragen wäre eigentlich nur, hätte nur Symbolcharakter. Jetzt habe ich zwei Fragen an Sie, Ihre Einstellung zu den Masken und Sie vom Fach, Dr. Thoma, die biochemischen Abläufe. Wie vollzieht sich das? Wir atmen ja ein, wir atmen aus. Also einmal die Sinnhaftigkeit des Tragens einer Maske und dann die biochemischen Abläufe. Also in diesem Fall ist es ja so, dass sich der Maskenträger nicht selber schützt mit der Maske, sondern er soll andere schützen. Und bei uns operativ tätigen Ärzten ist es so, dass wir die Maske ja zwangsläufig tragen müssen, um zu vermeiden, dass irgendwelche Keime in die offenen Wunden fallen. Das ist sinnvoll. Aber jeder Medizinstudent lernt eigentlich schon ziemlich früh in seinem Studium, dass es wichtig ist, dass unsere Ausatmungsluft wirklich die Stoffe nach außen bringt, die der Körper einfach nicht braucht und auf alle Fälle loswerden will. Und das ist vor allem das CO2 des Kohlendioxids, was bei der Verbrennung, biochemischen Verbrennung sozusagen entsteht. Das muss nach draußen. Und das ist das Gas, was am meisten bis jetzt untersucht ist, was sich wirklich von der ersten Sekunde weg unter einer Atemmaske ansammelt. Und diese erhöhte CO2-Konzentration sowohl in der Luft hinter der Maske als auch im Blut des Maskenträgers, das hat schon sehr, sehr unangenehme Folgen, vor allem für
kranke, vorgeschädigte Menschen, für Raucher, für Patienten mit Lungenerkrankungen, für die ist das Tragen einer Maske aufgrund dieser CO2-Erhöhung im Blut wirklich unangenehm bis gefährlich. Das heißt also, Sie sagen, es ist im Grunde genommen abträglicher, sich mit einer Maske auszustatten, wenn man jetzt nicht zur Hochrisikogruppe gehört. Ist das, verstehe ich Sie da richtig? Absolut. Es wurde ja, diese Untersuchungen wurden ja im Wesentlichen an ganz gesunden Herz-Kreislauf-, Lungengesunden und auch vor allem jungen und durchtrainierten Probanden durchgeführt. Und selbst da haben sie schon negative Dinge gezeigt, wie Erhöhung der Reaktionsfähigkeit, Verlust der kognitiven Fähigkeiten, Müdigkeit. Wir wissen alle zum Beispiel, nach langen Operationen wären die Ärzte unkonzentriert, weniger leistungsfähig und müde. Das führt man inzwischen auf diese erhöhte CO2-Konzentration zurück. Und insofern finde ich, dass man hier den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben hat. Was mich nachdenklich stimmt, ist diese bedingungslose Hinnahme der Vorgaben. Wir müssen uns einmal überlegen, es sind ja wesentliche Freiheitsrechte, die uns vom Grundgesetz Artikel 1 zugesichert sind, sind uns ja genommen worden. Und wenn ich den, und ich glaube den Meinungsmachern und den Meinungsbildnern nicht, die hier Erhebungen machen, wenn gesagt wird, Söder wäre unser König Ludwig II., möchte ich ihn fast bezeichnen, wäre der beliebteste Politiker nach Merkel und dann kommt Jens Spahn, also ihr naja, Doktor, Vater kann ich ja nicht sagen, aber jemand, der meint dann hier die Vorgaben nach vorne zu reichen. Worauf begründen Sie das, dass die Menschen die Dinge offenbar so bedingungslos hinnehmen? Ich meine, ich war heute früh im Supermarkt, Herr Thomage, Dr. Thomage, gestatten Sie mir, das wirkt ja fast schon lächerlich. Ich bin nun selber Brillenträger, mir läuft die Brille an, die Menschen da rumherlaufen, die Frauen, die dort bedienen, die an der Kasse sind, die sagen nach einer Stunde, aber wir schwitzen, wir halten es schon jetzt nicht mehr aus. Ja, also darauf nochmal zurückzukommen, was Sie als letztes angeführt haben. Es ist ja nicht nur die CO2-Konzentration. Es sind Patienten, die zum Beispiel keine Luft durch die Nase bekommen. Das betrifft mich als HNO-Arzt, weil sie eine Blockierung der Nasenatmung haben. Die können keine Maske tragen. Die müssten die Nase frei halten. Die können nicht nur durch den Mund atmen. Das geht nicht. Die können ohnmächtig werden dabei. Dann kommt es auch zu einer wirklich signifikanten Temperaturerhöhung. Stellen Sie sich vor, wenn es draußen warm ist und die Temperatur unter der Maske bei einer älteren Dame, einem älteren Herrn wird um 5 bis 6 Grad ansteigen. Auch die Luftfeuchtigkeit ist erhöht. Das ist der beste Nährboden für Bakterien, die Sie sich überhaupt im Labor basteln können. Also von der sachlichen Seite ist es völlig unangebracht. Und da gibt es eine ganze Reihe von Menschen, die auch Panikattacken, Angstattacken unter solchen Masken haben. Das nur mal am Rande. Aber warum laufen die Leute wie die Lemminge hier diesen Politikern hinterher? Das fragen sich inzwischen viele. Und meine Beobachtung ist, dass die Menschen einfach nicht ausreichend von mehreren Seiten informiert sind. Sie hören ja im Wesentlichen nur die Mainstream-Medien. Und die Mainstream-Medien sind seit 2015, seit dem Kontrollverlust an den Grenzen, ich sage immer so, eingenordet von der derzeitigen Regierung, dass sie sozusagen Regierungssprecherfunktion wahrnehmen, keinerlei Kritik mehr zugänglich sind. Und was wir jetzt in der Corona-Krise sehen, ist die Angst vor dem Ende des Horrors. Der Horror muss ständig aufrechterhalten werden, weil man sonst merken würde, dass man unter falschen Vorzeichen gesegelt ist. Und aus diesem Grunde werden die Schilderungen in der Mainstream-Presse und auch von den Politikern immer abstruser. Das ist der Grund, warum wir einfach nicht mehr auf den Boden der Tatsachen zurückfinden. Und wo soll sich denn jetzt der Normalbürger noch informieren? Natürlich ist das Internet da und YouTube, was inzwischen eine sehr, sehr große Informationstiefe hat. Aber der Normalbürger hat kaum Zeit, abends nach der Arbeit noch in YouTube reinzugucken. Er ist diesen Medien völlig ausgeliefert. Das ist leider der Fall und unsere Mitglieder und die Interessenten wissen, deshalb haben wir ja auch Hallo Meinung ins Leben gerufen. Weil wir einfach sagen, wir müssen den Dingen so nah wie möglich durch Schnittstellen herankommen. Von Wahrheit will ich ja gar nicht reden, das ist ja alles gar nicht so einfach.
Aber man muss zumindest einen Diskurs zulassen, indem man sagt, verschiedene Meinungen müssen zusammengetragen werden. Und ich kann mir die Zwickmühle vorstellen vom RKI, von Drosten und seinem Stellvertreter, von Wieler und seinem Stellvertreter beim RKI, den zweiten, und Drosten. Wenn die jetzt plötzlich gegenteilige Meinungen hätten, dann würden sie ja sagen, das war vorher verkehrt, obwohl sie ja vieles bereits jetzt in ihren Aussagen relativiert haben. Ich denke da zum Beispiel nur an die Obduktionen. Der Kollege Blücher in Hamburg, der Rechtsmediziner, der wurde ja verteufelt mit seinen Ansichten. Und so geht es ja ähnlich Hendrik Streck von der Universität in Bonn, der ja auch im Grunde genommen, wo gesagt wird, die einzige wissenschaftliche Erhebung, die mal begonnen wurde, die wurde ja von Drosten im Grunde genommen, ja, wie soll ich sagen, doch mehr oder weniger leichtfertig abgetan. Ja, also ich sage immer, ein Horror ohne Ende, aus Angst vor dem Ende des Horrors. Das deckt sich. Nun darf ich Ihnen verraten, wir werden nicht bloß im vorpolitischen Raum bleiben. Es zeigt sich, dass Deutschland braucht etwas, wo wir einfach sagen, ich habe erkannt in diesen anderthalb Jahren, wo ich mich betätige in dem Bereich, diejenigen, die in verantwortungsvoller, in medienwirksamer Position sind in der Politik, die werden sich nicht ändern. Es ist geschafft worden, dass im Grunde genommen Menschen in der Politik sind, die vorher ihr Handeln und ihr Tun nicht in der freien Wirtschaft haben ausüben können. Und das sind Dinge, wo Hallo Meinung sagt, wir bleiben nicht nur im vorpolitischen Raum, sondern wir haben uns entschlossen, dass wir parteipolitisch auftreten werden und das in einer Form, dass die Menschen sich wieder beteiligen können, dass wieder Gehör geschenkt wird, wie sind die Bedürfnisse in diesem Land, wie ist es denn mit Alt und Jung? Und ich meine, was ich gesehen habe, plötzlich stehen die alten Menschen wieder im Mittelpunkt. Und ich meine, Sie werden, so denke ich, bestätigen können, die alten Menschen waren ja in der Vergangenheit nicht unbedingt bei uns im Mittelpunkt gestanden. Ja, das ist wohl wahr. Also wir sprechen ja immer von dem Berliner Paralleluniversum beziehungsweise von der Berliner Wagenburg, in dem sich die Politiker zum Beispiel im Jahr 2015 ohne wesentlichen Kontakt mit den Problemen der Menschen, die plötzlich auftauchten, eingeigelt haben. Das kommt eben daher, dass diese Politiker den Bezug zur Umwelt und zur Welt draußen völlig verloren haben. Zum Teil auch schon von ihrer Ausbildung. Wenn Sie sich die Werdegänge vieler Politiker ansehen, vom Assistenten eines Bundestagsabgeordneten, dann plötzlich über irgendeinen Landesverband, über die Landesliste und dann ins Mandat in den Bundestag. Wo sollte das Wissen herkommen, wie es den Menschen wirklich draußen geht? Und was die Menschen wirklich draußen betrifft, das ist das Problem. Und deswegen unterstütze ich Ihre Forderung, dass Leute mit Lebenserfahrung, mit Lebensweisheit, mit Sachen, die ganze Höhen und Tiefen erlebt haben, wie sie eben draußen zugeht, dass die Leute wirklich jetzt in die Politik einsteigen. Dr. Thoma, ein sehr interessantes Gespräch. Jetzt habe ich noch zum Schluss eine Bitte. Wenn Sie Ihre konkreten Forderungen einmal zum Ausdruck bringen würden, was Sie jetzt konkret fordern in der jetzigen Situation. Wir haben ja alles runtergefahren, was nur geht. Wir sprechen von Lockerungsorgien. Wie soll die Gestaltung sein der nächsten Tage und Wochen? Also wenn ich ganz ehrlich bin, auch etwas provokativ, das möchte ich gerne zugeben. Ich würde sämtliche überzogenen Vorsichtsmaßnahmen aufheben. Bis auf den besonderen Schutz der Risikogruppen. Die Leute sollen wieder ins Restaurant gehen, die sollen wieder Fußball spielen draußen, die Kinder müssen in die Schule. Denn wir vergessen einfach, dass dieser Lockdown der Immunologie unseres Körpers viel mehr schadet als der Virus. Das heißt, wir werden nicht am Virus erkranken, sondern wir erkranken an der Therapie. Und dann das Zweite ist natürlich, wir sehen uns ja nicht irgendeiner abstrusen oder nicht konkreten Bedrohungslage gegenüber. Ein wesentlicher Teil unserer Grundrechte ist per Notverordnung aufgehoben. Und da kommt der Artikel 20 des Grundgesetzes Absatz 4 ins Spiel, dass, wenn dies der Fall ist, ohne ausreichende Begründung, und die liegt eben nicht vor, dass dann jeder Deutsche das Recht hat, dagegen vorzugehen mit seinem eigenen persönlichen Widerstand. Und ich habe es in einem meiner Videos gesagt auf YouTube, ich glaube, dass jetzt ziviler Widerstand möglich und möglicherweise sogar nötig ist. Ich danke Ihnen und ich darf Ihnen sagen, als Initiator und Gründer von Hallo Meinung, meine Geduld
nähert sich dem Ende. Wir haben jetzt uns bewusst nicht irgendwelchen Theorien angeschlossen, aber jetzt nach diesen ganzen Wochen und nach der Unkenntnis, ist es die R-Zahl, ist es die Verdopplungszahl und. Und dass wir ohne fundierte wissenschaftliche Grundlagen im Grunde genommen eine Volkswirtschaft kaputt machen. Und ich darf Ihnen noch eines sagen, politisch, wenn ich dann immer höre, dass man sagt, wir bedanken uns bei der Regierung für ihr Handeln, dann muss ich sagen, dann sind diejenigen, die das für gut heißen, die verstehen nicht, dass unser Erarbeitetes dadurch kaputt gemacht wird. Es ist nicht die Regierung, die das ist, sondern es ist unser Geld, für das wir und unsere Nachkommen aufkommen müssen. Wenn man jetzt von den ganzen Paketen spricht und man sagt, man wird die von 2023 bis 2043 zurückzahlen, da sind die meisten dieser Herrschaften nicht mehr in Amt und Würden. Wir beide mussten dafür sorgen, dass wir für unsere Rente selber aufkommen. Das müssen die Herrschaften nicht, das müssen wir tun. Und deshalb bin ich der Meinung, wir sind das Volk und ich unterstütze Sie da im vollen Umfang. Ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch. Und Sie können davon ausschauen, das wird eine hohe Einschaltquote haben. Dr. Thoma, ich sage recht herzlichen Dank. Lassen Sie uns gesund bleiben. Ich bedanke Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen viel Mut. Herzlichen Dank. Bitte schön. Ja, liebe Zuhörer und liebe Zuhörer, Dr. Thoma, ein sehr aufschlussreiches Interview, das Spaß gemacht hat. Ein Mann aus der Praxis und das fehlt uns. Bleibt uns treu, schaut rein bei www.hallo-meinung.de. Euer Peter Weber. Ich danke euch.